So. Hallo? Wenn hier irgendwann mal was funktionieren würde. Ich hasse es. Ich hasse es. Hallo? Hallo? So. Liebe Twitch-Zuschauer, es wird ein total chaotisches Koop-Let's Play-Portal-Gedöns. Zeug. Ich mach mal eben eine YouTube-Anmoderation und dann geht's los. Beziehungsweise, Hoshi, mach du ja eine YouTube-Anmoderation so von wegen mit Hallo und was los ist und so. Ja, wenn du mich da in der Zwischenzeit mal einlädst, sag ich dann mal Hallo zu YouTube. Macht euch auf sehr lautes Gameplay gefasst. Wir werden uns schätzungsweise 90% der Zeit anbrüllen. Aber das ist nur eine grobe Einschätzung der Situation. Und Einladung ist angenehmt, I think. Damit auch Servus und Hallo von mir. Es ist ein Twitch-Livestream, also falls zufällig wer zuschaut, dann werden wir mit dem natürlich reden. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe an Koop nur mal kurz angespielt und das war's auch. Nicht mal das erste Level oder so. Ich habe mal davon gehört. Und wie ihr links oben schon seht, seht ihr immer, wer quatscht. Da steht Benutzername oder Hoshi. Also wenn ihr euch fragt, wer labert denn jetzt diese Scheiße, dann könnt ihr oben nachschauen, wer das ist. Gott, ist das laut. Intro läuft. Intro läuft. Ja, ich hab's extra leise gemacht. Ich musste die Einstellung noch nicht mal ändern, weil meine alten Einstellungen wurden übernommen. Mir platzen hier vorne. Das braucht noch ein bisschen. Ich frage mich gerade, wer ist wer? Also, ich frage mich, wer bist du denn jetzt? Ich verstehe das. Intro, geh weg. Okay. Ja, sein. Boah. So, ist es. Wenn es jetzt extrem leise ist, im Video, im Stream, sorry, aber... Okay. Fertig. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt. Was siehst du jetzt eigentlich? Wahrscheinlich dasselbe Intro, oder? Kuh, Geste. Im Intro schon draußen. Ah, Kuh, Geste. Ja, aber welche? Wie kann ich Geste auswählen? Aber ansonsten kann ich momentan nichts machen. Also ich kann keine Geste auswählen. Ja, ich kann auch keine Geste auswählen. Wie wählt man eine Geste aus? Ich weiß es nicht. Wenn ich Q drücke, sehe ich, dass ich eine Geste auswählen könnte, aber ich kann keine Geste auswählen. Zufällig irgendein Zuschauer da, der das weiß? Geste. Also macht euch drauf gefasst, das ganze Spiel wird so in auf diesem Niveau gehen, ne? Enter, Kuku, Q1, Q2, bla bla bla. Entwickler, Tastaturbelegung, ja, Sprünge, Aktion, Koop, Gestenmenü, Q, ja toll. Ja, und wie wähle ich dann? Maus? Ist hier spannend. Ich steck mal einen Controller ab, vielleicht macht das was? Nee, der Controller ist gar nicht belegt. Ich kann machen, was ich will mit dem Controller, da passiert gar nicht. Zurück. Bei mir ist der ja auch dran. Fertig. Keine Geste. Welche Taste ist das? In der Hände. Ja. Ich kann springen, das kann ich. Ach, das bist du, dann bin ich wahrscheinlich der Runde. Du bist der Runde, ja genau. Ah. Ja, Geste. Ja, mega gut. Also das chaotisch wird. Das wir schon direkt am Anfang scheitern an der Geste. Das war mal klar, dass chaotisch wird, aber.
Laufen scheitern. Gießenmenü. Ich kann zoomen. Toll. Mausrad ist zoomen. Aber... Option, Tastatur, Maus. Lieber Chat, ist irgendwer da, der weiß, wie man die Geste macht? Kann das irgendwer mal googeln kurz? Tastaturbelegung. WASD, Spring, Space. Maus 1, Maus 2, Objekt verwenden mit E. Tab, Partner. Ah, Licht des Partners. Kommunikation, Gestmenü ist Q. Push to Talk ist C. Chatnachricht, Rangliste, Bildschirmfoto, bla 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 bla, aber. Ja. Geste. Dass das alles so toll funktioniert. Kannst du das mal kurz googeln, weil bei mir läuft ja die scheiß Aufnahme. Aber. Es ist ein bisschen nervig gerade. Portal 2 Gesten. Geste funktioniert nicht. Das ist doch schon mal eine tolle Ansatzpunkt. Ja. Ja, das war's dann mit Portal 2 im Multiplayer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Vielen Dank fürs Zusehen. Spaß. Ihr dürft euch nur weiter ärgern mit hier. Unplug the Controller. Bitte? Die sagen hier alle Unplug the Controller. Ja, habe ich doch. Das funktioniert immer noch nicht. Ja. Ist toll. Kann mal wieder pluggen und anpluggen. Was ist, wer denn die Belegung auf dem Controller? Ich hab noch nicht mal, ich hab den, der hat den ja noch nicht mal erkannt. Der Controller ist Y-Taste, dann sehe ich mir selbst. Das wie, bei dir funktioniert der Controller? Controller einstecken, der funktioniert sofort. Ah! Controller Pfeiltaste nach unten ist eine Geste. Und du machst auch gerade irgendwas. Hä? Und denn auf dem Controller springen? Ich kann mich ja mit dem Controller noch nicht mal drehen. Auf A. Drehen ist der zweite Stick. Ich dachte beim Controller gar nichts. Option. Controller. Ah, Controller ist deaktiviert. Alles klar. Hm? Nee, aber wie war der Controller deaktiviert? So, Unplug. Hat der jetzt aktiviert oder nicht? Ich glaube, da fehlt einfach die Tastaturzuweisung. Der kennt aber auch alles. Nee. So, servus und hallo zurück beim Let's Play. Wir haben mal eben kurz beendet, weil Controller ausgesteckt und vielleicht geht's jetzt. Vielleicht erlauben wir mal den Spaß und habe unsere anfänglichen Missgeschicke in ein eigenes Video gepackt. So der Versuch quasi. Fail Together. Ja. Das wäre ein schöner Titel. Das wäre wirklich ein schöner Titel. Wie man ein Spiel nicht beginnt, wäre der perfekte Untertitel. Ich glaube, das mache ich sogar. Wie man ein Spiel nicht beginnt? Ja. Ja. Irgendwie so. Na, Let's Fail Together. Das ist. Ja, und der Untertitel ist, wie man ein Spiel nicht beginnt. Ja. Das muss so sein. Das muss so sein. So, wir sind im Ladebildschirm. Endlich einmal? Oder schon wieder? Ich glaube, wir haben gleich auch schon wieder das Intro, was wir uns angucken können. Also, falls es irgendwann dann funktioniert,
dann ist diese Folge beendet. Kann man das unterbrechen? Mit Escape oder so? Nee, kann man nicht. Nein. Muss man den Scheiß jetzt echt ansehen. Zum Hub gehen war, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Zurück zum Spielen. Ja, egal. Hup, hup, da hup, hup. Oh, da wird's gleich. Das bin ich. Leider. Tja. Du bist der kurze Dicke. Ja. Aber Singleplayer musst echt unbedingt mal spielen. Das ist echt cool. Ich weiß, dass der Singleplayer gut ist. Da ist man halt mit so einer Troller unterwegs. Ja. Ja. Hey, der meine ist voll der Schisser hier. So. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Cool, Geste. Jetzt geht's. Wenn du das Spiel neu startest, ich drücke Q, also Q, und bewege die Maus. Jetzt geht's. Ich konnte im Hauptmenü, den konnte ich den benutzen. Jetzt kann ich ihn nicht benutzen. Kontrolle ausstecken, spielen, neu starten. Q drücken und dann, wenn du die Maus im Kreis drehst, dann hast du einen Pfeil. Wenn bei dir nichts geht, musst wirklich neu starten mit Controller ausgestöpselt. Die Abtaste. Hm? Was ist die Abtaste? Wie die Abtaste? Geste ab. Ne, du drückst Q und du kannst auswählen dann mit was? Mit der Maus, wenn du die bewegst, ohne Controller. Ich bewege nur die Maus momentan. Ich hab tatsächlich. Und ich drück Q und. Ah, jetzt! Alles klar, hab's! Geht! Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. So, liebe Zuschauer auf YouTube, ihr seht, es funktioniert. Damit vielen Dank fürs Ansehen von diesem Let's Fail Together Video, wie man ein Spiel nicht spielt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus!